Moinsen zusammen aus Arrecife. Guten Morgen und buenos dias von Lanzarote. Man sieht es vielleicht an der Haarpracht oder auch am Mikro. Ziemlich starker Wind hier auf Lanzarote heute. Aber warm ist es. Aber Gott sei Dank, das ist gerade eine Schulklasse, die an uns vorbeigeht. Gott sei Dank gibt es den Wind, weil so merkt man die heiße Sonne nicht. Wir waren heute Morgen gut eingecremt. Heute Morgen auf dem Balkon. Boah. Es war schon heftig heute. Ja, ne? Die Sonne ist heute nicht zu unterschätzen. Und wie gesagt, wir sind gut eingecremt. Wir haben es bestimmt 25, 26 Grad. Wer von unseren Mitreisenden heute meint, ach, ist ja angenehm kühl heute und sich nicht eincremt. Ja, der wird heute Abend sein blaues Wunder erleben. Sein rotes. Sein rotes. So, wir also nach einem ausgiebigen Frühstück an Bord. Das war ausgiebig. Das hört sich jetzt an wie diese Vox-Urlaubsserie von ganz, ganz früher. Die hieß Der perfekte Tag. Das fing auch immer an nach einem ausgiebigen Frühstück. Ja, macht man sich auf den Weg. Ja. Ich wollte zum Frühstück nur noch mal sagen, ist natürlich alles da, was das Herz begehrt. Aber unter anderem alles, was das Herz begehrt, auch 2890 Leute. Das war ein Gewusel heute im Buffet-Restaurant. Morgen gehen wir woanders frühstücken und hoffen, dass es ein bisschen ruhiger und gemütlicher wird. War schon sehr unruhig, ne? Wir sind Teil der Unruhe. Ja, klar. Aber vielleicht können wir uns dem auch ein bisschen entziehen. Ja. Also man neigt dann ja auch immer dazu, sofort irgendwie sich nicht ganz so wohl zu fühlen. So, wir wurden gerade unterbrochen, habe gerade einen Anruf bekommen, musste ich natürlich rangehen. Entschuldigung. Aber jetzt haben wir was Schönes entdeckt hier. Ja. Ich glaube, du musst mal ein bisschen zur Seite gehen, das sieht besser aus dann. Hier haben die Tauben einen schönen Platz gefunden. Von wo aus sie sich Arrecife in aller Ruhe angucken können. Und guck mal, wie klar das Wasser ist. Ja, schön, ne? Glasklar, wirklich. So, ich gehe erstmal nicht davon aus, dass das echt ist, oder? Nein, glaube ich nicht. Die haben auch alles vollgekackt. Guck mal, die Tauben. Ja. Ein schönes Plätzchen haben die da. Ja. Nachher auf dem Rückweg zeigen wir euch dann nochmal den Weg, den wir schon hinter uns haben. Das ist ein sehr moderner Hafen, durch den wir da gegangen sind. Sehr neu. Wir waren vor Jahren ja schon hier und an den neuen, neu gestalteten Hafen kann ich mich überhaupt nicht erinnern. Und ich kann mich auch nicht daran erinnern, dass es doch hier ganz hübsch aussieht. Ich habe nämlich Lanzarote und beziehungsweise Arrecife in nicht so hübscher Erinnerung. Naja, das ist nun auch nicht hübsch. Naja, aber wenn du darüber guckst, das sieht schon nett aus mit dem Kirchturm da. Und hier auch die Skulpturen. Ja. Das sieht schön aus. Auf jeden Fall. Aber sehr beeindruckend war für mich der Hafen, diese Marina da. Sehr, sehr schön. So, und ich weiß gar nicht, ich glaube, um ins Zentrum zu kommen, sind wir hier, glaube ich, falsch. Das sieht ganz so aus, als ob das irgendeine Nationalsportart ist, die man hier auf Lanzarote praktiziert, oder? Vielleicht liege ich auch völlig falsch, aber... Ich schlage vor, wir gehen mal hier durch. Das sieht da ein bisschen lebhafter aus. Guck mal, hier wird auch Sport getrieben. Ja, schön. Wolltest du heute auch noch? Kannst machen. Soll ich hier ins Gym? Ja, kannst du ja jetzt. Ins Open-Air-Gym. So, mal gucken, wohin uns der Weg hier führt. Ja. Das ist immer spannend, wenn wir irgendwo sind. Wir gehen einfach mal los, ohne vorher zu gucken, wo wir lang gehen sollen, sondern wir gehen einfach mal. Und oft ist es so, da kommen wir doch an schöne Stellen. Ne? Meistens. Guck dir das mal an, das ist noch eine Diskothek, das Schild da. Dass es sowas heute noch gibt. Also hier sieht das sehr nach Altstadt aus. Ja. Und das wird immer lauter und lauter. Also hier ist ein bisschen Gewusel. Hier scheint Leben zu sein. Ja, ich sehe auch die ersten Geschäfte hier. Ja, und hier im Schatten ist es gleich wieder. Aber es ist super angenehm für mich. Sehr angenehm. Oh ja, guck mal, hier ist hübsch. Na, aber hallo. Oh, wir sind aber mittendrin, du. Eine riesen Fußgängerzone hier.
Wer ahnt denn sowas? Und ihr sieht fast aus wie das KDW in Berlin. Ja, genau. Wow. Die Häuser sind aber von der Architektur jetzt nicht so hübsch, ne? Nee. Altstadt eben. Also moderne Altstadt sozusagen. Ne? Hässliche Altstadt. Hässliche, moderne Altstadt. Ja, die üblichen Geschäfte, ja. Wenig überraschend. Gibt's auch Rock hier. Rockhasa. Gibt's auch hier. Base. Das sieht man ja auch immer mal wieder hier, diese Spielsalons. Ja, die gibt's hier wirklich relativ viel, ne? Die Spanier sind ja auch irgendwie verrückt nach Spiel, wo man Geld gewinnen kann, also Lotterie und so. Ja. Und da gibt's ja dann auch diese Geldspielautomaten vermutlich. Ist auch lange her, dass ich da mal drin war in so einer Spielhalle. Ich glaube, ich war da noch nie drin in meinem ganzen Leben. Ach, Donkey Kong haben wir immer gespielt. Ich war da noch nie drin. Und Space Invaders kenne ich auch noch. Die Bäume gerade alle irgendwie beschnitten worden, oder? Ja, das sind Flamboyants, sehe ich an den paar Blättern, die dran sind. Ja. Die machen ja unglaublich viel Dreck. Ja, aber auch unglaublich viel Schatten, ne, wenn sie alle schön blühen. Ja, und die blühen natürlich auch wunderhübsch. Haben wir ja in der Nachbarschaft. Zum einen in der Nachbarschaft, was sehr schön ist, zum anderen, was diesen ganzen Dreck immer mitbringt. Ja. So, eine Sache hatte ich im Vorfeld schon mal gelesen und dort sind wir jetzt angekommen. Ja. Nämlich an einem sehr, sehr guten Menschen. So heißt es zumindest im Internet. Dem hat man hier ein Denkmal gesetzt. Das ist dieser Herr hier, der war wohl mal Berufsringer oder Catcher. Auf jeden Fall war der irgendwie doch als Profi im, sagt man, Kampfsport unterwegs. Keine ja, also Ahnung. Ringen oder Catchen oder irgendwie sowas. So, nachdem er diese Karriere beendet hatte, wurde er Polizist. So wahrscheinlich freiwilliger Stadtpolizist. Ja, genau. Und er hat, ja, hat gute Sachen getan und vollbracht. Was jetzt genau im Einzelnen er getan hat, weiß ich nicht. Aber man hat ihm einfach hier ein Denkmal gesetzt, weil das wohl wirklich ein ganz, ganz toller, guter Mensch war. Und das ist doch schön, dass es noch gute, tolle Menschen gibt, oder? Und das scheint noch gar nicht so alt zu sein. Wenn ich das richtig sehe, ist das von 29. Juli 2017 hier. Ja, guck mal. Aber er wird wahrscheinlich schon länger nicht mehr unter uns sein, ne? Ja, wer weiß. Schade, ein guter weniger, ne? Tja. Blöde gibt's ja genug. So, jetzt sind wir am Ende der Fußgängerzone angekommen. Ah, und hier haben wir so ein bisschen das alte Aristiv, scheint mir so. Guck mal, der Pavillon da drüben, ist aber hübsch, ne? Ja. Ei, guck mal da, da noch einer. Ja. Wollen wir hier mal lang gehen? Ja. Oder rüber gehen, meinst ja. du? Ja, dann mal los. Sieht fast aus, als ob da ein Strand käme, du. Der Pavillon da hinten mit dem weißen Dach, der hat ja was Japanisches. Ja. Das da hinten scheint irgendwie eine Festung zu sein, um die Insel zu verteidigen. Auch hier ist das Wasser sehr klar. Ja. Ja, und es sind so kleine Schutzwälle, oder wie nennt man das? Die ganzen Kaimauern, die wahrscheinlich die Insel auch vor Wind und Wellen schützen. Ja, das ist die Hafeneinfahrt, ne? Die Hafeneinfahrten, ja, ganz viele gibt es hier offensichtlich. Ach, guck mal, da gehen wir noch mal ein kleines Stück. Meine Frau sagt ja, wir waren ja schon mal hier. Ich erinnere mich auch, dass wir schon mal auf Lanzarote waren mit dem Schiff, einem Kreuzfahrtschiff.
Nicht nur das, letztes Jahr waren wir 5 Tage hier. Genau. Aber wir waren nicht hier. So sind wir, ja, Puerto del Carmen waren wir. Ne? Das ist auf der anderen Seite, glaube ich, der Insel. Ja. So, aber hier sind wir angeblich auch schon gewesen. Wir waren auch in Arrecife und das war an einem Sonntag und das war nicht wirklich schön, kann ich erinnern. Aber du kannst dich auch nicht an diesen schönen Pavillon erinnern. Nein, dieses hier total hübsch, hier waren wir auch noch nicht. Das ist ja echt, das passt ja gar nicht so recht in die kanarische Architektur, oder? Tja. Vielleicht gibt das irgendeinen Hinweis an den Pavillon, für was der hier steht. Ja, da oben ist so ein Wappen mit 2 Hunden oder 2 Löwen. Irgendwas wird hier bestimmt dran stehen. Ich geh mal rum. Ja. Aber eins steht fest, schön ist er auf jeden Fall. Was auf dem Ding steht. Nee. Weißer Adler auf weißem Grund. Ja. Also ohne einen Hinweis, ne? Ja. Und wozu, ne? Oben sind auch keine Stühle und keine Tische. Ist da einfach nur zum Angucken da wahrscheinlich, oder? Ja, der wird schon irgendeinen Grund haben. Man wird es wahrscheinlich sogar finden irgendwo im Netz. So, hier haben wir auch einen schönen Platz. Kann man so ein bisschen unter den Pergolen, so nennt man das, glaube ich, ne? Ja, ein bisschen Schatten dabei. Ja. Ja, und auf Lanzarote hat ja der Cesar Manrique gewirkt, der großartige Künstler, der hier auf der Insel auch sehr, sehr viel bewegt hat, ne? Ja, der hat dafür gesorgt, dass hier nicht höher als 2 oder 3 Stockwerke gebaut werden durfte. Natürlich gibt es hier noch ein paar alte Häuser, die ein bisschen höher sind. Aber letztendlich in den Touristenhochburgen auch durfte nie mehr, glaube ich, als 2 oder 3 Stockwerke im Höchstfall gebaut werden. Und das ist auch überall sehr hübsch gelungen. Und das haben wir ja nun tatsächlich letztes Jahr gesehen in Puerto del Carmen. Ja. Alles weiß, alles maximal 2-stöckig. Ja. Und super sauber. Sehr, sehr schön. Übrigens, eins möchte ich für Lanzarote dann doch noch mal explizit empfehlen. Das musst du jetzt aber direkt in die Kamera sagen, wenn du das jetzt so explizit empfehlen willst. Das, guck mal, nee, das kannst du gleich zeigen. Das sieht auch da hinten nach Cesar Manrique aus. Das ist so sein Baustil. Ja, ja. Ich möchte auf jeden Fall die alte Hauptstadt Teguise empfehlen. Ein Besuch von Teguise lohnt sich unbedingt. Ganz, ganz schöner Ort. Ganz schöne Gassen, ganz schöne Kunsthandwerksgeschäfte. Also hat mir sehr gut gefallen. Waren wir da schon? In Teguise, ja. Da bin ich doch vor diesem einen, vor der Sprach- oder Singschule. Hast du ein Foto gemacht, weißt du es nicht mehr? Ach, da wolltest du doch studieren, ne? Ja. Gesang wolltest du studieren. Aber jetzt zeig mal da hinten bitte. Ja. Das sieht nach Cesar Manriques Architektur aus. Ja, wahrscheinlich kann man das hier mit dieser Kamera nicht so deutlich erkennen. Okay. Ist zu weit weg, aber... Das wird es auf jeden Fall sein. Das Gebäude da hinten, da. Ziemlich flaches Gebäude, sieht sehr futuristisch aus. Der hat auch immer was mit diesen runden Kuppeln gemacht. Genau, und so sehen die von Cesar Manrique entworfenen Gebäude häufig aus. Ja. Ja, und hier sieht man auch viele Kunstwerke von ihm, die er geschaffen hat. Und ich meine ja auch sogar auf den anderen kanarischen Inseln hat er auch was Einfluss bewirkt. Geübt auf viele, viele Dinge. Ne? Ja. Also nicht nur im Bereich Kunst, sondern auch im Bereich Architektur, Politik, und Bauen, Stadtbau. Und, genau. Also das war das ein Architekt, der auch künstlerisch begabt war? Oder war das ein Künstler, der am Ende weißt auch Architekt wurde? Wir haben auch schon so oft mal was von dem erzählt und wir wissen immer noch nicht wirklich was zu berichten. Wir sind auch manchmal ein bisschen schlecht vorbereitet. Wir sind ja aber auch keine Historiker. Ne? Was hat es damit zu tun? Ja, andere lesen sich vor in ihrem Urlaub ein. Die Enzyklopädien von Cesar Manrique. Hier wird gespielt. Die Canarios spielen ja ganz gerne. Ja, da sitzen 4, 5 ältere Herren an einem Tisch und spielen irgendein Würfelspiel. So, hier haben wir, könnte das Rathaus sein, schönes Gebäude. Ja. Oder vielleicht die Polizei, weil die davor stehen. Ayuntamiento steht da. Ja, dann ist das Rathaus.
Ja. Ja, und hier haben wir dann ein Hochhaus. Das ist, wie gesagt, hier total selten. Ja, und es geht wie ein frischer Wind, ne? Oh, ein schöner Wind ist das, finde ich. Mir ist nämlich wirklich warm. Wir gehen jetzt mal in die andere Richtung zurück, ne? So machen wir das. Pustig. So, ich hoffe, man hört uns. Es ist, der Wind hat so ein, zwei Windstärken noch zugelegt. Ja, stimmt. Und es tut total gut, ne? Oh, es ist wunderbar. Und Leute, wir gehen jetzt auf dem Weg, wir sind auf dem Weg zurück zum Schiff und wir kriegen die 10.000 Schritte jetzt schon voll. Jetzt cool, schon. Ne? Jetzt schon. Und wir müssen heute laufen, weil morgen haben wir einen Seetag. 10.000 Schritte auf dem Schiff zu laufen, da kriegt man hin, wenn man will. Also 20 heute. Am besten, ja? Am allerbesten, ja. Plus Gym? Für mich ja nicht, ich habe ja keine Sportsachen. Ja. Aber hier vorne ist ja gleich ein Bekleidungsgeschäft, vielleicht haben die auch sowas. So, guck mal hier, hier ist das schöne, oh, ist das windig. Ja. Hier ist der schöne Hafen, Yachthafen. Da hinten zeigen wir euch gleich auch mal eine Superjacht, die da liegt, also eine Segeljacht. Mhm. Riesig also groß. Alles relativ neu, diese Marina Lanzarote. Und man sieht auch hier, das ist ein flaches Gebäude. Das scheint dann eben auch neuer zu sein, weil das ja eben auch nicht so hoch ist. Na wiederum, das sieht auch alles von der Architektur relativ neu aus. Ne? Das stimmt, ja. Futuristisch. Ja. Quadratisch praktisch gut. Ja. Viele Aber Restaurants rein... hier und auch ein paar Bekleidungsgeschäfte. Wobei ich mich frage, haben die wirklich... genügend Kunden, aber ja, gut. Das sieht wirklich so aus, dass die hier auf Kreuzfahrttouristen spezialisiert sind sozusagen. Genau. Also optisch ist das auf jeden Fall gelungen, also für mich. Finde ich auch, finde es wirklich hübsch. Aber wie gesagt, die Kreuzfahrer, also wir mit meinem Schiff, das sind ja All-Inclusive-Schiffe. Naja, gut. Aber direkt hier an diesem Einkaufszentrum gibt es auch einen großen Parkplatz. Ja. Und Musik. Warum macht denn da jetzt einer Musik? Ist, glaube ich, schon wieder vorbei. Ist schon wieder vorbei. So, dann musste mal eben die Kamera, wollte ich fast ausstellen, weil eben gerade wieder Musik da war. Und ihr wisst das ja, Musik ist nicht gut. Nee, also genau. Musik ist gut, aber nicht bei YouTube. Genau. Ja, aber hier liegt eine Mega-Yacht, die werdet ihr gleich mal sehen. Und das sind auch alles hier sehr moderne Restaurants, ne? Ja. Sieht noch nicht so alt aus. Nee. Oh, ist das schön, im Schatten zu gehen. Ja. Hier gibt es einen Asiaten. Stefan und seine Asiaten, das kennen wir ja. Gucken, was die so auf der Speisekarte haben hier. Aber es ist natürlich 11:45, hätte noch gar nichts auf. Sieht aber nicht aus wie so ein Billig-Asiate. Ah, wir haben auch Sushi. Sushi auch? Maki, Sashimi. So, was kostet hier die 53? So. Da ist sie, Langostinos. Ne, hier, aber es ist ja Pollo con Salsa Picante. Gibt es das irgendwo hier? Nee, egal, aber nicht. Trotzdem sind es humane Preise. Ja, finde ich auch. Aber Reis extra, ne? Ah, guck mal hier, Curries haben die gute. Mit ja. Schärfegraden. Ja. Aber wir haben eine Wokstation. Da warst Schiff. Du noch gar nicht. Nee. Du wolltest aber heute nichts mehr essen. Eigentlich nicht. Ich bin so satt gewesen nach dem Frühstück. Ja. Wobei, wir haben uns einigermaßen zusammengerissen, finde ich, ne? Ja, natürlich. So. Guck mal, hier wird Fernsehen, Kollegen von Fernsehen. Hola, hola, qué tal? Das Fernsehen hier. Oder Radio. Wahrscheinlich eher Radio. Aber freundlich wieder, ne? Ja. So, wo ist die Yacht? Da vorne. Ah ja, okay. Unübersehbar. Ein riesen Vieh. Ja, habe ich selten gesehen, so ein großes Guckt Teil. Guckt euch den Mast an, den ganz langen Mast. Man sieht auch an dem Mast, der ist nämlich im oberen Drittel leicht gekrümmt nach hinten. Das ist mal ein Zeichen dafür, dass das eine Yacht ist, die auf Geschwindigkeit ausgerichtet ist. Ist das so? Also, ja, ja, das ist... leicht gekrümmter Mast. Habe ich nicht gewusst. Aber da ist sie. Guckt euch das Ding an. Mit der kann man sicherlich so einige Knoten fahren. Ohne hier. Mich, du. Und das wundert mich, dass das bei der Größenordnung kein Zweimaster ist, ne? Ja. Der hat nur das Großsegel.
Die Fock natürlich vorne, aber hinten den Besan, den gibt's nicht. Aber die ist ja auch sehr formschön und sehr modern, die ist neu, ne? Sieht windschnittig aus, ja, auf jeden Fall. Und wie immer, natürlich Heimathafen Valletta, ja, Malta. Malta. Wahrscheinlich null Steuern oder geringe Steuern. Die Selena wird gerade sauber gemacht. Wahrscheinlich ist das nicht der Eigner selber, der das macht. Das glaube ich wohl eher nicht. Oh, es ist schon ein Schmuckstück. Ja. Da gibt's einige, da wird es einige Kojen geben auf dem Ding. Aber hallo. Vielleicht googeln wir das nachher mal, Habe ich gerade wem die gedacht. Selena gehört. Ah, guckt euch mal die Fender an, was das für Mordsviecher sind. Ja. Die Fender, die da am Boot hängen, die sind ja so groß wie die beiden Kerle, die da auf dem Steg stehen. Größer. Irre, oder? Ja. Wollen wir fragen, ob wir an Bord kommen dürfen? Lieber nicht. Fragen kostet doch nichts. Nur ich kann kein Maltesisch. Die sprechen Englisch. Wahrscheinlich, ja. Oder, Malta wird Englisch gesprochen. Oder Deutsch. Hier ist ein Hyperdino Express. Möchtest du noch was zu naschen mit an Bord nehmen? Oh ja, gibt ja so wenig an Bord. Fruchtgummis. Ja, das haben wir tatsächlich nicht, ne? Ja. So ein bisschen Seelenfutter, ne? Möchtest du da durch? Nein. Muss ich nachher 30.000 Schritte machen. Wie viel haben wir denn jetzt? 9.300. Ja, super. Ja. Aber die Hose rutscht trotzdem noch nicht. So, hier haben wir zum Beispiel einen Laden. Das ist wieder so ein Zeichen dafür. Verknappung, ne? Riesenverkaufsfläche. Mal reingucken. Riesenverkaufsfläche mit drei Pullis drin, ne? Und jedes Paar Schuhe hat hier sein eigenes Podest. Das ist Alexander McQueen, das ist teuer. Ja? Ja, klar. Ich habe noch nie gehört, McQueen. Na, der macht Kleider für... Für Promis? Für die Königsleute, für Kate und so. Echt? Ja. Wow, wusste ich nicht. Balenciaga, auch, da brauchen wir gar nicht reingehen. Nee. Ist nicht... Guck mal hier, die Tasche hat auch ihr Riesenpodest hier. Ja. Und so ein Zeichen, dafür stehen irgendwo Preise dran. Ja, das ist auch ein Zeichen, keine Preise. Ah, und wirklich ein stylischer Laden, Leute. Jimmy Choo, hallo? Jimmy Choo, was ist das? Das sind mal geile Schuhe. Ich dachte, das wäre was zu essen. Na. Jimmy Choo. Es gibt doch eine Jimmy Choo-Soße, oder nicht? Quatsch. Wie Quatsch? Ich bin ja begeistert. Die Schuhe kosten bestimmt 800 Euro. Was? Würde ich tippen. Das sind doch nur Schuhe. Ich drehe durch. Aber das Kleid ist hübsch hier. Ja. Ja. Dann können wir auch mal Tschüss sagen, oder? Wollen wir schon mal? Ja, wir haben ja nur Lanzarote an Arrecife gezeigt. Genau. Und ja, mehr muss man auch nicht zeigen. Wir machen jetzt noch unser Extrem-Workout-Sportprogramm. Ich werde mich auf die Liege legen zum Lesen. Du liegenderweise. Und vielleicht mal gucken, was es so an Kleinigkeiten auf die Hand gibt. Wenn der kleine Hunger kommt, nein. Ne? Ja. Ja, wir sagen wie immer an dieser Stelle vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank für eure Unterstützung. Adios, sagen wir. Und ja. Wir laufen nicht gegen den Poller hier. Bis morgen. Hasta luego. Ah, nee, unser Schiff müssen wir nochmal zeigen. Da ist der Kahn, sag ich nochmal, ne? Unser Boot. Aber wir sagen trotzdem schon mal Tschüss. Und das ist noch eine Ecke weg, auch wenn das so aussieht, als wenn wir gleich drauf sind. Aber naja, das ist unser Boot. Und ja, hasta luego. Machen bis morgen. Uns auf den Weg, bis dann. Ciao. Ciao.
Thank you.